Guten Morgen, guten Tag, guten Nacht. Wann immer ihr dieses Video hier seht, seid gegrüßt zu einem neuen Video. Ja, ich habe heute mal von Lorenz Quan Chips Pulled Pork Burger Flavor hier zum Testen. Hat die liebe Frau von Edeka mitgebracht. Ist eine Limited Edition Street Food Festival. Tja, ist eine 150 Gramm Packung und hat gekostet, gute Frage. Kann ich euch so genau nicht beantworten. Wenn ich dran denke, vielleicht schreibe ich es denn rein. Wenn nicht, ja, findet man sicherlich auch bei Edeka auf der Homepage. So, wir haben hier wie immer die Nährwerttabelle. Darunter haben wir dann ja, Zutatenliste. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, weil ich kann es jetzt durch diese Handy-Einstellung gerade nicht lesen. Wie gesagt, ich bin da noch am Rumherprobieren und am Machen. Auch mit der Einstellung, das muss ich alles noch sehen, das muss ich noch verbessern. Angeblich kann dieses Handy auch 4K. Der alte Mann wird es irgendwie rauskriegen. Gut, wollen wir das Ganze jetzt hier mal aufmachen? Und wir sehen wieder, es ist knapp bis zur Hälfte gefüllt. Diesmal war es aber nicht so prall. Oh, ich darf nicht so viel wackeln. Diesmal war es nicht so prall mit Luft gefüllt. Aber wir haben ja gelernt, es ist ja zum Schutz und halt eben wegen der Haltbarkeit. Es riecht wie Chips mit süßen, so räuchlich Raucharoma, so ein bisschen wie so Raucharomen. Süßlich. Gut, dann wollen wir die hier mal probieren. Ja, sie sind nicht scharf. Nach Pulled Pork würde ich jetzt sagen, ja, schmecken sie auch nicht gerade. Also sie haben so einen leicht rauchigen Geschmack auch. Man schmeckt Kartoffelchips noch vollkommen raus. Aber das Pulled Pork würde ich jetzt sagen, das schmeckt man hier nicht raus. Also scharf sind die hier überhaupt nicht. Im Gegenteil, die haben so eine leichte süßliche Note. Ganz komisch zu beschreiben. Leicht süßlich,
rauchig. Aber wir haben was. Und zwar muss man da aufpassen, wenn man da anfängt mit ruckzuck, kann da die Tüte ganz schnell leer sein. Also mir schmecken sie eigentlich ganz gut. Ich würde mir die auf jeden Fall auch nochmal wiederholen. Weil, wie gesagt, sie sind nicht scharf. Die haben keine Schärfe. Man merkt so ein bisschen, so einen ganz leichten Paprika-Geschmack merkt man. Aber halt eben im Großen und Ganzen so ein süßlich-rauchiger Geschmack. Ja, ein bisschen eigenartig. Aber jetzt, dass man jetzt sagen würde, okay, das ist Pulled Pork, das schmecke ich sofort raus. Nee. Also, meiner Meinung nach schmeckt man das nicht raus. Gut, kann mich natürlich auch täuschen. Aber nichtsdestotrotz, sie schmecken gut. Die Crunchips von Lorenz. Ich kann die hier nur empfehlen. Von mir kriegen sie ja gute 4 Sterne. Sind schöne Chips, schmecken lecker. Ja, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst alles da. Brieftasche, alles. Ihr könnt alles da lassen. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen, Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.